so viel Mühe gegeben. Dieser Kuchen, das ist so ein Cookie-Kuchen gewesen. Also ich bin jemand, der mehr zurückgibt, als bekommen will. In dieser Influencer-Welt. Guten Morgen, liebe Sorgen. Sind Sie auch schon aufgewacht? Ich bin 20. Ich bin vollgefressen. Ich habe so viel gegessen, Alter. Wenn ich diese Torte sehe, wird mir übel. Aber wenn ich diese Rosen sehe, werde ich sehr excited. Also, wieder wunderschönes Wetter. Ich werde mich jetzt ganz schnell fertig machen. Wirklich Speedy Gonzales Level. Und dann werde ich mir die Haare flechten, weil ich keinen Bock habe auf Waschen oder Offen oder sonst irgendwas. Das ist meine Situation. Ich bin nicht ganz so happy mit der Frisur, aber it is, wie es ist. Das ist mein Outfit. Ich wollte keine Hose anziehen, weil ich mich nicht so wohl fühle. Und ich wollte auch nichts Enges anziehen, weil ich mich nicht so wohl fühle. Deswegen habe ich so ein lockeres Kleid an. Sneaker. Und das ist die Situation. Ich bin gerade am Koffer packen. Pray for me, dass ich diesen Koffer zukriege. Bitte. Dieser Koffer. Ich will nicht wissen, wie schwer der ist. Ich will es wirklich nicht wissen. Ich will auch nicht wissen, wie viel Übergepäck ich zahle. Leute, ich will nicht wissen, wie schwer dieser Koffer ist. Und ich will nicht wissen, wie viel Übergepäck ich habe. Oh, safe, das sind 27 Kilo. 27,5? Irgendwie sowas. Also das rate ich. Bin mal gespannt, wie viel es am Ende wirklich ist. Ich muss jetzt hier noch ein paar Sachen mitnehmen und dann... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich diese Rosen transportieren soll, ehrlich gesagt. Weil ich will die auch auf gar keinen Fall hier liegen lassen. Muss ich gleich mal gucken. So Leute, ich und Bay haben einfach dasselbe Outfit an und wir wussten es nicht. Locker. So Leute, ich war auf dem Pink Carpet. Dann habe ich sogar ein buntes Interview gehalten, worüber ich 3 Minuten vorher erst wusste. Und jetzt sitzen wir hier. Having fun. Time is lit. Und später habe ich noch ein bisschen Tee zu. Soll ich dir helfen? Ja, bitte nochmal die Blumen. Die Blumen? Oh ja. Oh, Rosen. Ja. Papa. Ich dachte, du hättest ja Haftbild. Ja, glaub mir, ich habe einfach 30 Kilo. Und das war es billiger wahrscheinlich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Junge, die haben es gut gemacht von letztem Jahr. Oh, danke. Wer hat es gemacht? Hast du eine Rede vorbereitet? Ja. Alina? Nein, auch ein, ob du auch kurz einschenken, oh, ja, einschenken kannst. Und die Alina trinkt dann. Okay, das kannst du kriegen. Das schaffst du. Ja, das schaffst du. Ich meine, das ist ja warum machst du das aus? Soll ich glücklich sein, oder? Ich puste einfach die Kerzen aus. Oder? Ja, mach mal. Caro, mach mal deine Rede jetzt. Danke. Ja, sie hat doch eine Rede. Ja, okay. Ich halte meine Rede. Wieso hält sie nicht ihre Rede jetzt? Mach, komm. Also ich bin jetzt 20, ich bin jetzt erwachsen
Ich werde auf jeden Fall jetzt immer richtige Entscheidungen in meinem Leben treffen, absolut keine Fehler machen. Denn absolut. Und Spülmaschine aufräumen und einräumen. Aufräumen, ordentlich sein. Wird ab jetzt, ja, oberste Priorität. Ja, in einem Zug, ne? Sehr gut. So gefällt mir das, nur nicht jetzt. Mach! Okay. Das fand ich echt lustig. Oha, der ist voll weich. Wie dein Herz. Schieb's mal ein Stückchen näher. Dann gib er. Oh, da ist Obst drin. Mhm. Oh. Komm, ich schneid mal die Hand ab. Ja, schneid mal meine Hand ab. Alles gut, nein, ich freue mich so. No fucking words needed. Hi. So Leute, meine ganzen Friends haben mich überrascht. Dorian macht gerade das Konfetti sauber. Ich freue mich einfach unnormal, dass alle da waren. Hi, Poo! Mein Gott. Hi, Leute. So, ich kann mich jetzt endlich mal hinsetzen und mit euch ein bisschen quatschen. Ich war dann gestern ziemlich überrascht und überrumpelt, als ich nach Hause gekommen bin. Ich habe dann, ich habe auf dem Weg nämlich noch, noch telefoniert und war so ein bisschen in Gedanken. Und dann bin ich so die Tür rein und ich sehe so meine Mom, sie guckt mich so an, war so, oh, du bist ja schon hier. Ich war so, ja. Und dann sehe ich so die Luftballon und ich war so, oh, cute. Dann kam so mein Dad und meine Schwester und ich habe schon diese Happy Birthday Musik gehört. Und da war ich so, ja, okay, ich gehe kurz noch Hände waschen. Und dann bin ich ins Bad gegangen unten und dann waren da einfach Sergey, Alina und Else. Und die waren so, what the fuck, wieso musst du jetzt Hände waschen? Und dann bin ich so durchgelaufen, dann waren da noch ein paar andere und Sophie und so. Und dann haben die mich überrascht und dann haben wir Kuchen gegessen und dann haben wir noch Uno gespielt. Also richtig entspannt und schön und einfach richtig cool. Ihr seht es auch im Hintergrund, ich habe hier so ein Happy Birthday noch an der Wand. Ich habe voll viele Blumen bekommen und Torte und oh, die haben sich so viel Mühe gegeben. Dieser Kuchen, das ist so ein Cookie-Kuchen gewesen. Leute, das ist der absolut krankeste Kuchen, den ich jemals in meinem ganzen Leben gegessen habe. Das war einfach mit Raw Cookie Dough und Cookie und Orgasm. Ich schwöre es euch, ohne Spaß. Wenn ich davon rede, ist es schon wieder so Wasser in meinem Mund. Genau, dann wollte ich gestern Abend einfach nicht mehr vloggen, weil ich so Me-Time wollte. Und ich war wieder endlich angekommen und so weiter. Heute Morgen, Leute, ich bin aufgewacht, ich hatte so Bauchschmerzen, ich habe auch meine Tage bekommen, liegt wahrscheinlich auch daran, aber ich hatte so kranke Bauchschmerzen, das waren so schlimme Schmerzen, die lange nicht mehr. Ich hatte ja voll ewig nicht mehr meine Tage und auch keine Blutung, also ja, logischerweise hatte ich dann keine Blutung, wenn ich nie meine Tage hatte. Es ist 14:45, ich bin ein bisschen müde. Und heute Morgen bin ich dann so aufgeregt, ich war so, Alter, ich habe das absolut nicht vermisst. Aber lieber so, als dass ich nicht mehr meine Tage habe und dafür Pickel und so weiter und Stimmungsschwankungen und ja, whatever. Auf jeden Fall bin ich mega dankbar. Ich fand die Glow an sich einfach mega toll dieses Mal. Ich hatte an meinem Geburtstag richtig gute Laune, gestern ging es so. Ich sag euch ganz ehrlich, ich war dann auch irgendwann einfach kaputt und wollte nach Hause und hatte gar keinen Bock mehr. Auf Menschen, so assi wie es klingt, aber ich finde so Veranstaltungen sind immer super anstrengend, so für einen selber, weil man sich mit so vielen Leuten unterhält, mit so vielen Firmen, Kunden, man muss ja auch die ganze Zeit irgendwie nett sein, weil das Ding ist einfach, wenn du, sagen wir mal, einfach schlecht gelaunt bist, wegen
XY oder was auch immer. Und Leute sehen dich zum ersten Mal, dann willst du auch gut in deren Gedächtnis bleiben und nicht, dass sie so sehen, oh, die war voll gelangweilt oder die war voll schlecht drauf und so. Eine Sache, die ich auch noch sagen wollte, ist so, mir geht dieses Ding, es ist so, dass in dieser Influencer-Welt jeder möchte real sein untereinander, jeder will cool mit jedem sein, keiner möchte Beef haben und so. Aber ich hasse so fake nett sein. Oh, ich bin einfach allgemein so Mensch, ich bin super misstrauisch, was Freundschaften betrifft. Da habe ich einfach schon zu viel Kacke erlebt, dass ich einfach so krass Freundschaften an mich ranlasse. Und wenn ich dann Leute an mich ranlasse, dann meine ich es halt auch richtig ernst und dann gebe ich mir auch Mühe und melde mich bei Personen. Aber ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock mehr, mich bei Leuten zu melden, die nicht dasselbe auch für mich tun würden, die sich nicht bei mir melden, die absolut kein Interesse zeigen. Aber da, wenn man sich wieder sieht in echt oder auf einer Veranstaltung, ist wieder so, oh, hi, bla, bla, denke ich mir so, Alter, du hattest die ganze Zeit kein Interesse. Wieso jetzt? Und das nervt mich einfach so unnormal. Und ich bin dann auch so, Mensch, ich steigere mich auch so ein bisschen in so Situationen rein. Ich rede dann auch die ganze Zeit darüber und denke auch die ganze Zeit darüber nach und so. Und ach, das hat mich dann ein bisschen am Wochenende abgefuckt. Aber ja, ansonsten bin ich wieder da. Ich habe so viele Goodies. Oh mein Gott, Leute. Wie gesagt, alle aktiven Zuschauer von mir, die Videos einen Daumen nach oben geben, mich in der Story markieren, wenn ihr euch die Videos anschaut, die Kommentare schreiben und so weiter. Ihr werdet euch absolut freuen. Für alle anderen, die das bisher noch nicht gemacht haben, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Glaubt mir, allgemein auf Stories antworten, egal ob es ein Emoji ist oder wenn ich frage, ja, siehst du es aus, ob du darauf antwortest oder sonst irgendwas. Sowas zeigt mir halt, wenn ich Gewinnspiele mache, ob Leute sich die Zeit nehmen und die Mühe geben, mir auf Plattformen halt so zu antworten, zu schreiben und so weiter. Also ich habe so viel Zeug. Vieles habe ich auch doppelt, weil ich ein paar Sachen schon habe, aber zum Beispiel diese Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette habe ich. Jetzt habe ich noch Maybelline Lip Gloss, Fake Lashes, Tagespflege, Pickelcremes, so all that shit. Glaubt mir, ihr werdet dyen. Hier ist einfach absolute Katastrophe. Ich habe heute nichts gemacht. Ich habe ein Video gedreht. Das ist sehr produktiv. Und ich war von meiner Family essen. Und ja, morgen geht es dann ans Auspacken, Aufräumen, live back together kriegen. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye. Hi Leute. Ich habe eine kleine Überraschung für euch, für jeden, der bis zum Ende dran geblieben ist. Danke für euren Support, danke für so viel Liebe bei meinen letzten Videos. Ich bin jemand, der auch sehr gerne zurückgibt. Also ich bin jemand, der mehr zurückgibt, als bekommen will. Ich habe mehr Spaß, Sachen zu verschenken, als Sachen geschenkt zu bekommen. Also klar freue ich mich darüber. Aber mir gibt es ein viel besseres Gefühl, wenn ich jemand anderen glücklich mache, als wenn jemand mich glücklich macht. Und da ich sehr gerne Verlosungen mache, weil ich liebe die Reaktion von euch, ich möchte einfach Danke sagen. Und deswegen habe ich hier für jeden, der bis zum Ende dran geblieben ist, zwei Pakete, in denen Sachen... Peace. Ich habe hier zwei Pakete mit Sachen, die ich gesammelt habe. Sachen, die ich bei der Glow Extra geholt habe. Sachen, die ich bei mir aussortiert habe, wo ich weiß, dass ich die eh nicht benutze, dass jemand anderes damit glücklich wird. Und die zwei Pakete möchte ich euch jetzt zeigen. Fangen wir mal mit diesem Paket hier an. Das sind auch übrigens alles recycelte Pakete. Also wenn ich Sachen zugeschickt bekomme oder Sachen bestelle, benutze ich diese Pakete immer weiter und schmeiße ich weg. Als allererstes habe ich hier in diesem kleinen Paket, das Paket Nummer 1, einen Coco Nilla Be Natural Lip Balm. Ich rede jetzt nicht so lange über jedes einzelne Produkt, weil die unbenutzt sind. Und wir wollen nicht, dass das Video 1000 Jahre geht. Dann habe ich hier ein Color Tattoo 24 Stunden, weiß ich nicht, diese Tattoo Eyeshadow Dinger halt. In der Farbe
Groundbreaker. I don't know. Das ist so ein Cream Eyeshadow. Dann habe ich hier eine Essence What the Fake Voluminizing Fibers Lengthening Mascara. Dann habe ich hier einen Proteinriegel Extra Chocolate mit extra viel Protein, keine Zuckerzusätze und so weiter von Foodspring in dem Geschmack Soft Caramel. Dann habe ich hier reden wir erstmal über die. Diese zwei Farben hier, ich finde die mega schön. Ich trage sie halt selber nie, weil ich finde, rosa steht mir nicht so richtig. Einmal die Farbe 155 und die Farbe 145. Beide diese 24, wie heißen die? Superstay Matte Ink von Maybelline. Ich habe andere Farben von denen und die halten krank. Dann habe ich hier ein 24 Hours Color Superstay Maybelline Lippen Produkt in einem schönen Rot. Den habe ich mehrmals bekommen, deswegen verlose ich den. Und dann habe ich hier von NYX Lingerie Push-Up Long Lasting Lipstick. Oh mein Gott, der ist so heftig. Ich habe den nämlich letztens zugeschickt bekommen. Die Farbe persönlich steht mir jetzt nicht so. Das ist so ein dunkles Mauve, bisschen Richtung lila-braun. Finde ich an mir nicht so nice. Ich habe den noch nicht benutzt, der ist absolut unbenutzt und zu und so weiter. Ich habe meine Farben raussortiert, deswegen verlose ich den. Und der hat auch so einen Plumping-Effekt. Also es fühlt sich an, als wäre so ein bisschen Pfefferminz auf deinen Lippen. Dann habe ich hier von iCrush ein Thank You Armband. Finde ich eigentlich ganz cute und deswegen Thank You an euch. Dann habe ich hier Haargraffiti. Damit kann ich halt irgendwie nicht so richtig was anfangen. Aber das ist so, um deine Haare halt so ein bisschen zu färben oder zu strähnen. Hier ist auch so eine kleine Anleitung dabei. Dann habe ich hier ein Popsocket. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe selber eins an einer Hülle. Und deswegen dachte ich, mir verlose ich. Das ist so süß. Das ist so süß pink. Dann habe ich hier eine Maske. Balance and Beauty 2-in-1 Reinigung und Maske. Einmal hautklärendes Reinigungsgel. Und einmal Feuchtigkeitsmaske. Dann habe ich hier von Melody Lashes einen Wimpernkleber. Habe ich auch zweimal zu Hause, deswegen verlose ich den. Und dann habe ich hier einmal Tarte Eyelashes. Tarte ist eines meiner Lieblingsbrands. Diese Lashes habe ich schon super, super lange, aber ich kam noch nie dazu, die auszuprobieren. Die sind aber mega hübsch. Wenn das hier mal fokussiert tut. Ja, die sind echt super pretty. Und deswegen verlose ich die auch. Und dann hier als letztes habe ich so eine Pickelcreme gegen Hautunreinheiten und Haut, wenn die so gereizt ist, beruhigt es sie. Das ist so eine Veleda-Creme, die ist mega gut. Das war Paket Nummer 1. Paket Nummer 2. Einmal drinne eine Jewelry-Tasche. Da könnt ihr so richtig schön eure Ketten oder Ringe oder Armbänder oder sowas einheften. Dann habe ich hier einmal aufklebbare Nägel. Ich habe halt Acrylnägel, deswegen brauche ich sowas nicht. Könnt ihr auf jeden Fall gewinnen, ne? Daumen hoch dafür. Dann habe ich hier einmal Fake Lashes von Melody Lashes. Dann habe ich hier noch ein Fake Lash Set von Melody Lashes. Dann habe ich hier eine Zahnpasta mit Aktivkohle. Alles, wo Aktivkohle drin ist, ist super für eure Zähne, weil es sie so natürlich so ein bisschen weiß macht. Die Zahnpasta ist dann auch schwarz. Dann dachte ich mir, passt dazu auch perfekt eine Zahnbürste. Und das ist eine Humble Brush. Gut zu unserem Planeten, gut zum anderen. Okay. Sie ist vegan. Also ist so eine Holzzahnbürste. Ist auf jeden Fall gut für die Umwelt. Ein Slim Beauty Drink für Gewichtsreduktion und sowas auch immer. Das ist auf jeden Fall alles in dieser Bag drin. Was ihr dafür tun müsst, um diese zwei Sachen zu gewinnen, müsst ihr erstmal diesen Kanal hier abonnieren. Das ist wirklich Grundvoraussetzung. Ihr müsst diesen Kanal abonnieren. Aktiver Follower sein, erstens. Das bedeutet, ihr habt in letzter Zeit oder schon generell jeden meiner Videos einen Daumen nach oben gegeben, automatisch. Oder habt die Glocke an, habt mich abonniert, schaut euch meine Videos an, kommentiert meine Videos. Also dieses Gewinnspiel ist wirklich für Leute, die aktiv sind. Wenn du jetzt gerade erst überlegst, oh, jetzt folge ich erstmal der Caro, dann, I'm sorry, Han, läuft das absolut nicht, sondern es geht wirklich für die Leute, die wirklich nicht immer kommentieren, weil ich verstehe, dass man nicht immer kommentiert, aber die sich schon Zeit und Mühe geben,
in meinen Kanal und mich zu investieren praktisch. Dann ist auch wichtig, dass du mir auf Instagram folgst. Auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und du solltest mir in die Kommentare schreiben. Schreib in die Kommentare, seit wann du mir ungefähr folgst, wenn du es noch weißt, also auf YouTube. Und lass mich auch dein Instagram-Account wissen. Und ja, das war's. Diese einfachen Schritte müsst ihr machen. Wenn du sowieso aktiver Follower bist, musst du eigentlich nur einen Kommentar in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich euch auf Instagram kontaktieren. Das war's. Danke für jeden, der jetzt ab jetzt aktiv ist. Glaub mir, ich habe da... Ah, ich zeige euch mal kurz. Ich habe noch diese riesen Box hier mit Produkten. Seht ihr... Wow. Seht ihr das? Das ist komplett voll. Also weitere Lippenprodukte, weitere Lashes, BH Cosmetics Paletten hier. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn das Video nämlich 10.000 Likes bekommt, werde ich das im nächsten Video verlosen. Das war's. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Viel Glück bei dieser Verlosung. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. I love you all und goodbye.